Also mein Name ist Ina Bielenberg, ich bin Geschäftsführerin des Arbeitskreises Deutscher Bildungsstätten. Das ist ein Fachverband für außerschulische politische Jugendbildung in erster Linie, aber auch Erwachsenenbildung mit Sitz in Berlin. Ja, es braucht, also das kann man ja nur bejahen. Es braucht immer einen guten Transfer und der kann natürlich immer auch noch besser werden. Gerade im Bereich Medienbildung, Medienpädagogik, finde ich, haben wir da noch Nachholbedarf und mit Sicherheit auch ja, einen Transfer in beide Richtungen. Also sowohl was Forschungsergebnisse angeht, aktuell in die Praxis, aber auch den Transfer von der Praxis in die Wissenschaft zu sagen, wo gibt es Bedarfe, wo haben wir Fragestellungen, wo sehen wir Lücken, also dass das quasi so ein Wechselspiel wird. Naja, also so Tagungen wie diese sind natürlich ideal, ja, wo man eben quasi Menschen aus beiden Arbeitsbereichen, sowohl aus der Praxis, Schule wie außerschulisch, als auch Wissenschaft zusammenbringt, in den Dialog miteinander bringt, sich kennenlernt, denn es ist ja doch immer sehr viel hilfreicher und in der Praxis einfacher umsetzbar, wenn man die Menschen, die sowohl auf der einen Seite als auch auf der anderen Seite arbeiten, kennt. Persönlich kennt, den Kontakt herstellt und dann funktioniert das auch mit dem Datenfluss besser. Also insofern, ja, so Veranstaltungen wie diese sind da sehr hilfreich. Das ist natürlich ein ganz, ganz großes Thema in der politischen Bildung, weil die neuen Medien ja nicht nur ja, unsere Kommunikation im Prinzip revolutioniert haben, gerade bei Jugendlichen, aber auch bei Erwachsenen komplett verändert haben, das Miteinander verändert haben, die Codes verändert haben, die Ästhetik verändert haben, der Wahrnehmung. Insofern ist das etwas, mit dem sich politische Bildung beschäftigen will und auch muss und ja und in vielen guten Projekten, Maßnahmen ja bereits auch schon tut und weil natürlich alle Grundsatzthemen der politischen Bildung, ja, also jedes Politikfeld, was Sie nehmen können oder Grundsatzfragen von Hierarchie, von Macht, von Herrschaft, von Interesse, von Interessenvertretung durchdrungen sind, auch von Medien. Und insofern ist das eins der Megathemen, ja. Also, dass man diesen Dialog zwischen Wissenschaft und Praxis noch weiter ausbauen und verbessern kann und soll, das finde ich wichtig. Wir haben in zwei Arbeitsgruppen bisher ist zum Beispiel auf Dieter Barke verwiesen worden als Medienpädagoge. Das ist ja also quasi zu meinen Studienzeiten aktuell gewesen. Insofern denke ich, bräuchte es nochmal einen Transfer zu sagen, wo stehen wir denn heute? Welche interessanten Forschungsergebnisse, wissenschaftlichen Theorien gibt es denn heute, die wir transferieren können? Auch wenn ich nicht sagen will, ist wiederholt, aber überholt, aber vielleicht gibt es da nochmal was Interessantes, Neues. Als Thema nehme ich für uns als Verband nochmal die Frage mit, die auch schon in den Workshops angesprochen worden ist, wo beziehen eigentlich vor allem Jugendliche, aber auch Erwachsene ihre Informationen über Politik her? Also wo informieren die sich und wie informieren die sich und wie müssen wir das aufgreifen in Angeboten der politischen Bildung?